Donau 3 FM. Matzes Plattenküche mit Matze Iring. Ja, heute freue ich mich. Mein Gast ist Sophia Mackrisch aus Hamburg. Erstmal hallo und servus. Hello, hello. Danke, dass ich hier sein darf. Ja. Sehr gerne, meine Liebe. Ich freue mich, dass ich dich sehe wieder mal. Wir hatten uns im letzten Jahr in Berlin kennengelernt. Und was das mit Berlin, was das mit der Sophia Mackrisch und mit vielem anderen zu tun hat, das werden wir heute in der Sendung klären. Ich freue mich, dass du heute mein Gast bist. Wir haben uns im letzten Jahr in Berlin kennengelernt. Eine große Plattenfirma hat ihre Büroräume dort eingeweiht. Und da waren wir beide dabei. Man kann ja die Plattenfirma nennen. Das war die Plattenfirma Warner. Und da habe ich die Sophia kennengelernt. Und dann dachte ich mir, mein Gott, die Sophia, die ist aber schon ein interessantes Mädel, was die da alles macht in Hamburg und um Hamburg herum. Erzähl mal selber, was machst du aktuell in Hamburg? Aktuell in Hamburg? Also wenn ich nicht gerade im Studio sitze und mein dramatisches Leben in Songs verarbeite, arbeite ich auch für ein Künstlermanagement tatsächlich. Bin dafür Social Media verantwortlich und deswegen war ich auch an dem Abend auf dem Warner-Event und habe da für einen Singer-Songwriter die sozialen Medien gefilmt und geschnitten an dem Abend. In der Firma, in der du arbeitest, sind ja, glaube ich, auch Tagesschausprecher und ganz bekannte Schlagerstars, ne? Genau, die haben wir auch am Start. Nee, ist ein super spannender Job auf jeden Fall, weil ich die Musikindustrie einmal als Künstlerin kennenlernen darf, aber auch durch meinen Job aus der Business-Perspektive. Und das nimmt natürlich ganz viel Magie auch aus einzelnen Sachen, aber gibt mir auch einen sehr realistischen Blick auf die Musikindustrie. Und ich bin immer noch hier, ich habe immer noch Bock und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Ja, und hast du zu mir gesagt, Matze, komm, ich schicke dir einfach mal ein paar Songs von mir zu, hör dir die mal an, schick mir dein Feedback. Und dann dachte ich mir, okay, gerne, mache ich. Du hast mir die Sachen geschickt und das ist schon alles professionell gelaufen bis jetzt bei dir. Und da dachte ich mir, okay, die Sophia, die lade ich jetzt in meine Sendung ein und die Sophia will Popstar werden. Das will sie. Ganz unbedingt. Wer ist Tommy? Gute Frage, wer ist Tommy? Tommy ist ein Herr, den ich kennenlernen durfte, als ich nach Hamburg gezogen bin. Und es hat sich leider herausgestellt, dass der liebe Herr eine Freundin hatte, während ich ihn kennenlernen durfte. Und das hat er mir leider verschwiegen. Und daraus ist dieser wundervolle Song entstanden. Tommy ist also der Mann, der junge Mann gewesen, der dir verschwiegen hat, dass er eine Freundin hat. Hat denn Tommy sich, nachdem du das Lied für ihn geschrieben hast, nochmal bei dir gemeldet? Ja, hat er tatsächlich. Und er fand es nicht so witzig. Natürlich nicht. Mhm. Er hat aber auch gesagt, dass es mein stärkster Song ist, den er jemals von mir gehört hat. Also so viel Anton hatte er noch zu sagen, hey, trotzdem geiler Song. Ja gut, jetzt haben wir ja erfahren von dir, dass du quasi die Songs selber schreibst, dass du die Songs letztendlich auch selber mit der Gitarre und so weiter spielst, machst und tust. Du hast einen Produzenten, Dominik Haller, glaube ich, heißt er, ein Kerl aus Hamburg, der da ein Studio hat und der auch bei dir immer meistens auf Social Media mitzusehen ist. Wie entsteht ein Song von dir klassisch? Also die richtig guten, die wir wirklich lieben, sind tatsächlich leider immer aus kleinen Wutsituationen entstanden, wo ich wirklich, wie jetzt die Tommy-Situation, ich habe das rausbekommen, ich habe das durch einen Zufall auf einer Social-Media-App gesehen und dann bin ich losgerannt einfach. Ich habe Dominik angerufen, ich so, okay, ich brauche dich jetzt und bin ins Studio gestürmt und hab ihm gesagt, hey, Tommy hat eine Freundin und das ist auch die erste Zeile von dem Song Tommy has a girlfriend. Und tatsächlich gab es in dem letzten Jahr, seitdem wir zusammenarbeiten, Tommy und ich, Tommy und Tommy hört sich auch sehr gleich an, aber Tommy ist nicht Tommy. Ja, seitdem sind immer wieder mal so ein paar Sachen passiert, wo es sehr emotional geladene Tage gab, an denen ich Musik irgendwie als Outlet nutzen konnte. Und es ist richtig schön, dass man irgendwie aus so einer negativen Emotion am Ende sowas Cooles machen kann, wo man irgendwie ein Produkt hat, was dann anderen auch gefällt und einem selber auch irgendwie so ein bisschen Heilung gebracht hat, wenn ich so kurz esoterisch werden darf. Erzähl mal ein bisschen von dir. Wie bist du zur Musik gekommen? Ich glaube, ich würde jetzt sowas ganz Klischeehaftes sagen, wie ich singe schon seitdem ich sprechen kann und ich wollte das schon immer. Meine Mama kommt tatsächlich aus Georgien und Georgien ist im Grunde auch ein sehr musikalisches Land. Also da kann wirklich jeder Zweite singen und Gitarre spielen. Und wenn man da irgendwie auf Feiern geht, alle singen in
Harmonien zusammen. Es ist wirklich total, total schön. Und ich glaube, das wurde mir dadurch so ein bisschen in die Wiege gelegt. Mein Opa war auch ein sehr begnadeter Sänger und Songwriter. Meine Mama hat eine klassische Klavierausbildung. Mein Bruder rappt, also irgendwie aus ganz vielen Richtungen ist da bei uns Musik schon immer ein großes Thema gewesen. Und so richtig angefangen zu schreiben habe ich, meine eigenen Lieder habe ich vor circa 4 Jahren und bin da wirklich, gebe mir da sehr viel Zeit und Raum, mich da auch zu finden und zu schauen, okay, was will ich da eigentlich repräsentieren. Ich habe aber tatsächlich zu meiner Abi-Zeit in einer Partyband gesungen und so mein Geld verdient zur Schulzeit und habe da wirklich von Freitag, Samstag, Sonntags auf der Bühne gestanden und die Leute auf den Schützenfestzelten und Karneval und ich weiß nicht, Hochzeiten. Also ich habe alles mitgenommen, was geht. Und da ganz viel Bühnenerfahrung sammeln dürfen. Und ich kann, glaube ich, jeden Schlagersong auswendig, den es auf dieser Welt gibt. Ihr habt ein Cover gemacht und zwar auf Avril Lavigne, Complicated. Yes, sir, genau. Wie war die Idee zu diesem Song? Avril Lavigne ist tatsächlich einer der Künstlerin, die mich musikalisch am meisten inspiriert, also wirklich seit klein auf. Die fetzigen Gitarrensounds, die frechen Outfits, die frechen Worte, also alles. Irgendwie, ich finde, sie ist eine sehr, sehr coole Frau mit einem sehr, sehr coolen Sound. Und als ich angefangen habe, mit Dominik zusammenzuarbeiten, haben wir uns so eine Liste gemacht, eine gemeinsame Playlist und geschaut, okay, hey, was inspiriert uns irgendwie, in welche Richtung können wir gehen? Und wir wollten auf gar keinen Fall diesen glatt gebügelten Radiosound, ein bisschen rotziger, you know? Weil ich bin auch ein bisschen rotziger, würde ich sagen. Wer dich vielleicht auf Social Media verfolgt, der weiß, dass du eine Powerfrau bist bei so einem Produzenten, beim Dominik. Wenn ihr da an einem Song schraubt, wie muss man sich da die Arbeit vorstellen? Also meistens ist es so, ich bringe ein Thema rein, was ich verarbeiten muss. Dann sprechen wir erstmal 2 bis 10 Stunden darüber, weil Dominik nicht nur mein Produzent, sondern auch mein Therapeut geworden ist. Und dann ist es meistens so, dass er anfängt, einen Beat zu bauen. Also er spielt erstmal Gitarren ein, Drums, Bass, spielt ein bisschen rum, ja, bis wir was gefunden haben, was wir irgendwie cool finden. Und dann fange ich meistens an irgendwie mit dem Text und dann spielen wir uns die Bälle eigentlich immer ein bisschen hin und her, bis wir dann das mit Melodien verwenden, dann einsingen, dann haben wir erstmal eine richtig rohe Demo und dann haue ich meistens ab, geh heulen, nein, Spaß. Und Dominik baut dann immer erstmal Gerüst und dann komme ich wieder und dann singen wir es richtig ein und mit Harmonien und Zweitstimmen und spielen dann ein bisschen rum und irgendwann haben wir dann hoffentlich meistens ein geiles Produkt, was wir in die Welt hinaustragen wollen. Almost Oktober. Gibt es da auch eine Geschichte wie zu Tommy? Es gibt, muss ich dazu sagen, also mir ist ultra wichtig, dass die Sachen alle irgendwie autobiografisch sind. Das, wie gesagt, so Schreiben ist für mich, wie für viele, bestimmt sehr therapeutisch. Und Almost October ist tatsächlich ein Song über sich einzugestehen, dass man jemanden vielleicht doch mehr mag, als man es vielleicht wahrhaben will. Auch wenn es nicht das Gesündeste auf der Welt ist. Darum geht's in Almost October. Okay. Ja, jetzt bist du in dieser Künstleragentur in Hamburg tätig und jetzt hast du eben den Weg gefunden zur Popmusik, ganz einfach. Plattenfirma hast du aber keine, ne? Noch. Ich arbeite mit einem kleinen Indie-Label zusammen, aber ich habe keinen Plattenvertrag. Nee. Wenn jetzt die Firma Warner oder Universal kommen würde, würde sagen, Sophia, hier ist der Vertrag, würdest du machen, oder? Kommt auf die Kondition an und kommt auf jeden Fall auch auf den kreativen Freiraum an, der mir gegeben werden würde, weil mir ist das total wichtig. Also ich habe eine Vision. Ich habe das wirklich komplett vor Augen, wie diese EP, an der wir gerade arbeiten, aussehen soll. Und wenn mir da der Freiraum und das Vertrauen geschenkt wird, dann natürlich total gerne. Ich glaube, der Traum von jedem Künstler, einen Plattenvertrag zu haben. Aber ja. Aber du hast ja jetzt schon für die Plattenfirmen, wenn eine käme, recht gut vorgearbeitet und vorgelegt. Also du hast ja da unterschiedlichste Facetten, die schon alle mehr oder weniger bedient werden von dir. Dankeschön. Ja, nee, du kriegst das ja bei den Likes auch mit, oder? Tatsächlich, ich habe jetzt mein erstes Reel mit 1 Million Aufrufe geknackt. Das hat leider nichts mit meiner Musik zu tun gehabt, sondern ich habe einen Witz über mein Datingleben gemacht. Aber 1 Million Aufrufe. Die Plattenfirmen sind das eine, Social Media ist das andere. Das ist natürlich auch immer ein bisschen Segen und Fluch, aber
es ist eine Plattform, finde ich, wo man sich präsentieren kann und wo man die Babys hinaustragen kann in die Welt. Voll. Und es ist auch echt total schön zu sehen, dass ich also wirklich tagtäglich Nachrichten, besonders von jungen Mädels, bekomme, die meine Songs total feiern und die Message, die ich da irgendwie, egal ob ich es jetzt schreibe oder was erzähle, dass die Leute, die verstehen es und die fühlen es und fragen mich, wann ich live auftrete und ob da schon Planungen sind. Und es tut natürlich total gut, dass die den Quatsch, den Domi und ich da irgendwie für uns produzieren, dass der auch gesehen und gehört und geliebt und geschätzt wird. Wir haben das Schönste, haben wir auf den Schluss aufgehoben, denn es gibt ja eine neue Single von dir. Die ist Anfang Februar released worden. Und an der hast du schon ziemlich rumgebastelt, ne? Kann man sagen. Ja, doch. Wir haben viel rumprobiert auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, gerade das Intro, viele denken, das ist so ein Synthi-Sound, das ist wuhuhuhu. Das haben wir aber alles selber eingesungen. Super geworden, erstmal Glückwunsch. Dankeschön, vielen Dank. Ist es schon mal im Radio gelaufen? Hast du schon mal gehört, dass das ein Radiosender gespielt hat? Ja, ja. Tatsächlich meine erste Single Tommy, die im September letzten Jahres rausgekommen ist, wurde glücklicherweise von ein paar Radiosendern hier im Norden gepickt und gespielt und das war ein sehr, sehr surreales Gefühl. Ich habe auch einmal, habe ich abends um 23 Uhr eine Nachricht von einem Arbeitskollegen bekommen, der den Weg nach Hause war und durch Zufall meinen Song im Radio gehört hat und das war natürlich ein sehr, sehr cooles Gefühl. Jetzt hast du ja mit der Künstleragentur vielleicht ja auch den ein oder anderen Star im Portfolio, bei dem man vielleicht sich den Rat holen könnte. Wissen denn die auch, dass du Musik machst? Ehrlich gesagt versuche ich es zu trennen, weil ich nicht die Person sein will, die irgendwo reinrennt und sagt, ich mache übrigens auch Musik. Deswegen, also hier und da hat der ein oder andere das auf jeden Fall schon mal mitbekommen, aber ich würde das nie aktiv bewerben, weil das eine ist mein Herzensprojekt und meine Leidenschaft und das andere der Job, mit dem ich mein Geld verdiene und meine Miete zahle. Und ich möchte nicht das Gefühl haben, dass ich irgendwelche Türen nur öffnen könnte, weil, also weißt du, ich will mir beweisen, dass ich das selber schaffen kann, ohne das Vitamin B. Jetzt ist das natürlich genug Material für eine EP, zu wenig für ein Album. Hast du vor, dieses Jahr noch ein Album fertigzustellen oder ist das jetzt erstmal so ein bisschen schauen, wie es mit der Single weitergeht und ja? Also natürlich leben wir in einer Zeit, wo wir natürlich sehr, also die Industrie generell sehr Single-basiert denkt. Und das ist natürlich auch so der Weg, den ich gerade fahre als Newcomerin. Ich habe jetzt nicht die großen Reichweiten. Mein Traum ist auf jeden Fall schon, Ende des Jahres irgendeine Art von Projekt zu haben. Ob es jetzt nur in Anführungszeichen EP ist oder wirklich ein ganzes Album. So ein bisschen davon abhängig, wie hoch die Nachfrage ist, I guess. Aber es wird auf jeden Fall ein Produkt kommen, das so ein bisschen übergreifender die Story erzählt, die ich erzählen möchte. Und die geht nicht nur um Tommy. Ich wünsche dir jetzt erstmal alles, alles Gute und toi, toi, toi für deine Single Boy Toy und für alles das, was du dir vornimmst. Also ich bin da wirklich guter Dinge, dass das funktionieren wird. Vielen, vielen Dank. Wirklich, von Herzen. Donau 3 FM, Matzes Plattenküche mit Matze Iring. Immer Dienstag ab 20 Uhr und Samstag ab 18 Uhr. Präsentiert von Tenscherz Immobilien. Wir sind mit über 30 Jahren Markterfahrung für euch vor Ort. www.tenscherz.de